Ist dieser Mann tragbar als Namensgeber für eine moderne, weltoffene Uni? Eine ganze Stadt führt über diese Frage einen erbitterten Streit. Dabei sollte jetzt Ruhe in die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald einkehren. Schließlich hat das Bildungsministerium die Senatsentscheidung, den Beinamen Ernst Moritz Arndt abzulegen, Mitte April genehmigt. Damit war klar, dieses Schild wird bald ersetzt. Der Name des umstrittenen Schriftstellers und Völkerkundlers wird hier künftig nicht mehr zu lesen sein. Das ist Sache der Universität, das sieht auch so unser Landeshochschulgesetz vor, Stichwort Hochschulautonomie. Was wir gemacht haben, was mein Haus gemacht hat, wir haben das Verfahren geprüft, das haben wir ja beim ersten Mal beanstandet und gesagt, dass die Entscheidung nicht rechtmäßig zustande gekommen ist. Jetzt beim zweiten Mal haben wir ja auch aufgrund der vielen Hinweise nochmal sehr intensiv geprüft und haben also keine rechtliche Beanstandung vorgefunden, sodass dann wirklich auch aus unserer Sicht die Namensumbenennung auch zu bejahen ist oder beziehungsweise nicht zu versagen ist. Doch damit wollen sich viele Greifswalder nicht abfinden. Diese Protestaktion im Januar wird nicht die letzte gewesen sein. Die Bürgerinitiative Ernst Moritz Arndt bleibt hat weitere Aktionen angekündigt. Mahnwachen soll es bereits am 1. und am 5. Mai geben. Die Greifswalder CDU will auf der nächsten Bürgerschaftssitzung beantragen, dass in den offiziellen Schriften der Stadt der Beiname erhalten bleibt. Eine groteske Vorstellung, da Stadtverwaltung und Uni in der Universitätsnamensgebung getrennte Wege gehen. Ist das überhaupt möglich? Jetzt geht es mit diesem Antrag darum, dass die Stadt und die Bürgerschaft dieses Anliegen nochmal betont, dass wir weiterhin diesen Namen verwenden wollen, auch um den Bürgern der Stadt und dem aus dem Umland Rechnung zu tragen, die ja auch sehr sich mit diesem Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität identifizieren. Es gibt positives Feedback von einzelnen Mitgliedern der Linkspartei. Ansonsten ist in gewisser Weise eine rechtliche Unsicherheit da, dass man erstmal eine rechtliche Prüfung möchte, ob das wirklich geht, weil das ja auch mit Verträgen zu tun hat, wenn man Verträge zwischen Stadt und Universität schließt und die Universität sagt, nee, wir heißen jetzt Universität Greifswald und nicht mehr Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Da ist halt eine gewisse Unsicherheit da, das möchte man erstmal geklärt haben. Unirektorin Johanna Eleonore Weber wollte sich nicht vor der Kamera zum Thema äußern. Die Universität teilte aber mit, dass die Verwaltung derzeit prüfe, welche Änderungen an rechtsverbindlichen Dokumenten und Darstellungen notwendig sind, um die Namensänderung wirksam werden zu lassen. Gleichzeitig wird derzeit aber eine Satzung erarbeitet, in der definiert wird, unter welchen Voraussetzungen der Namenszusatz Ernst Moritz Arndt noch verwendet werden darf. Schließlich hat der Senat selbst diese Möglichkeit offen gelassen. Von Klarheit im Moment also noch keine Spur. Und so wird die Diskussion weitergehen. Die Diskussion über einen Mann, der Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung war und als Freiheitskämpfer gilt, der zugleich aber nationalistische und antisemitische Töne anschlug und zu Hass und Krieg aufgerufen hat. Doch um die Sache selbst scheint es längst nicht mehr zu gehen, vielmehr um das Gefühl der Bevölkerung, vor der Senatsentscheidung nicht gefragt worden zu sein. CDU, AfD und sogar einige Linke sehen darin eine große Chance und stehen auf der Seite der Arndt-Befürworter. Ich denke, wir müssen auf Seiten der Studenten und der Mitarbeiter mobilisieren und das Thema am Laufen halten. Ich hoffe, das ist noch nicht das letzte Wort, denn Ernst Moritz Arndt ist ein Vorbild für Vorpommern, für unsere Region. Und wer da beschließt, den Namen abzulegen für sowas Schmuckloses wie Universität Greifswald, hat weder historisches Verständnis noch Patriotismus noch trägt es den finanziellen Gegebenheiten Rechnung, denn die Umbenennung mit allen Folgekosten trifft eine Universität, die sonst an allen Ecken und Enden spart und ist völlig überflüssig. Sie wissen, dass ich immer gesagt habe, wir müssen auch mit den Traditionen umgehen können und wir müssen gerade in solchen Fragen eine vernünftige Diskussion führen. Und ich habe überhaupt keinen Grund gesehen, dass eine Abschaffung des Namens stattgefunden oder stattfinden soll. Und insofern bleibt meine Haltung, dass ich es für eine falsche Entscheidung halte. Und kann durchaus verstehen, dass die CDU-Fraktion in Greifswald bemüht, gewisse Traditionen auch aufrechtzuerhalten. Für die einen ist die Namensstreichung ein Beispiel für übertriebene Political Correctness. Für die anderen ist eine solche Maßnahme zwingend nötig.
weil Arns Fremdenfeindlichkeit in keinem Fall bagatellisiert werden darf. Die Debatte geht weiter, hoffentlich mit friedlichen Protesten und ohne Hass.